Jo, moin, Flut und Ahoi, liebe Landratten und Rädchen, und damit herzlichst willkommen zurück zu Crash die Adrestrea im Hafen gegen die Keimauern. Nein, Scherz, natürlich zu Assassin's Creed Odyssey. Das Schiff hier irgendwie rausbewegt. Komm schon. Da schwimmt eine Ziege im Wasser. So. Volle Kraft. So. Tolle Ansicht für den Hafen, wenn hier einfach direkt vor dem Hafen ein Schiffswrack drin liegt. So. So, also in der Nähe von Chios irgendwas mit Listris, Lestros, irgendwie sowas. Wieso komisch, das hier ist Chios. Frage ist jetzt, wo ist Listris? Listo. Warte mal, gibt es das auch als Quest vielleicht irgendwo? Rot in Trümmern. Da, das wollen wir haben. Gotarsis zog nach Lestris, südlich von Chios. Wait, what? Das liegt doch nicht einfach noch auf der Insel, oder? Ah, da! Da! Gott, jetzt bin ich die Insel klein. Kehrt machen, Freunde! Volle Wende! Es geht nicht schneller! Es geht immer schneller, wenn man will. Jesus, also irgendwann rammt uns und Wal nochmal das Schiff. Los, an eure Ruder! Nee, einfach weiter. Erhöht das Tempo! Ganz schnell an der Insel vorbei. Und Segel. Echte Unglücksinsel hier. Hier ist ja, der ganze Rand ist voll mit Schiffswracks. Mensch, Kinders. Denn segeln. Und Lestris ist, was ist das, eine Privatinsel? Eine Sandbank mit 5 Palmen oder was? Alter, wie viele Schätze sind da? Was ist das? Ach, ein Hai. Ist klar. Logisch. Da ist das Schiffswrack. Und da ist die Ladung. Ach, das ist schon die gesamte Ladung. Ich dachte, wir sollten hier irgendwie. Und da ist auch die gesuchte Person. Okay. Dachte, es wird getrennt voneinander behandelt. Okidok. Beiboote wären ganz nett. Ich meine, das hat ja jetzt mittlerweile auch schon Sea of Thieves. Einfach mal so ein Beiboot zu Wasser lassen, dass man hier ständig mal ran und weg, ne? Kennt man doch. Jedes Mal, Gott Arthes. Ja, ich weiß, dass die Lage nicht gut aussieht. Nicht gut aussieht? Wir sind hier gestrandet. Gib mir die Schuld für die Felsen. Du bist Schiffsführer. Du bist schuld, dass wir gesunken sind. Tut ihr mir was? Es war einfach. Ein unbewaffnetes Handelsschiff. Du gabst es Poseidon und bist dann auf die Felsen aufgefahren. Wir sind nicht weit von Chios. Man wird uns finden. Ich hoffe, die Haie finden dich zuerst. Stopp!
Halt dich gefälligst da raus! Der Kapitän wird bekommen, was er verdient hat! Hören wir uns erstmal die Geschichte an. Wie seid ihr auf dieser Insel gelandet? Ich kann es erklären. Ich bin der Schiffsführer. Von dir haben wir genug gehört, Schiffsführer. Ich möchte es vom Schiffsführer selbst hören. Wie ich sagte, wir gerieten in eine große Seeschlacht. Dank mir waren wir siegreich. Und dieser Sieg war so süß! Ich hatte nicht gemerkt, wie nah wir den Felsen gekommen waren. Ein kleiner Fehler. Nun, wenn du uns einfach nach Chios zurückbringen könntest... Mhm. Was hat der Mann getan? Was hat er nicht getan? Hat er euch beleidigt, euch arme, empfindsame Piraten? Wir hätten nie mit diesen Malakas arbeiten dürfen. Wir kriegen endlich einen Auftrag von Xenia und er setzt unser Schiff auf Grund. Dieser Mann ist euer Schiffsführer. Schiffsführer kann man nur sein, wenn man ein Schiff hat. Und dieser Mann hat keins mehr. Es würde sich für dich lohnen, wenn du mich zurück nach Chios bringst. Zur Seite. Ja, nee, muss schon das sein. Geht mir aus dem Weg. Ich bringe Schiffsführer Gotarsis zurück nach Chios. Du wirst noch bereuen, deine Nase in Dinge zu stecken, die dich nichts angehen. Er hat uns zu oft in die Scheiße geritten. Nein, der Schiffsführer kommt uns nicht davon. Geh hinter mich und bleib dicht bei mir. Allein, das ist ein Riesenkoloss, ja? Kannst du mal aufhören, mich mit deinen verdammten Kribbelieren hier anzustecken? Das ist echt nicht mehr. Das war ja toll. Kann ich ihn wieder einsammeln? Nein, natürlich nicht. So. Das war ein Kampf, hä? Danke dir. Wenn du mich jetzt noch nach Chios bringen könntest, wäre eine Belohnung für dich drin. Das hoffe ich. Du hast gesehen, was mit Leuten passiert, die nicht meiner Meinung sind. Komm mit zu meinem Schiff. Ich bring dich nach Hause. Oh ja. So. Können wir hier noch irgendwas anderes machen? Nö. Ich möchte mich trotzdem mal hier umschauen. Irgendwas knippelt. Vermutlich die Schätze vielleicht auch. Ah, oder der hier. Wie lange sind die schon hier, dass sie hier schon ganze Zelte und Lagerfeuer aufgebaut haben? Halleluja. Noch Icarus. Und da ist auch noch ein Schatz. Okay. So, die Klagenhöhle, Freunde. Lalalala. Ich meine, wie blind muss er eigentlich gewesen sein, dass er das Ding hier übersieht, aber naja, Gott. Halten wir mal fest, wir stellen den nicht ein. Ja, Tristea ist mir ja schon ein bisschen zu heilig. Um es mal festzuhalten, die Männer hätten noch leben können, hätten die sich nicht einfach dagegen gewandt, ne? Also war ich schon wieder in der Höhle, das ist wieder so. Wenigstens beleuchtet das ein bisschen.
So, wenn du zurück nach Chaos segelst, dann suche den Bruder der Marmorlöwen. Steht stolz auf der Halbinsel bei Apollons Zuflucht. Du findest mich auf seinem Rücken. Okay. Wenn der ganze Ecke nach oben. Ja, so, sehr schön. Sehr oben. Ja, da hat sich wieder einen erwischt. Das ist wieder so eine Holzfigur hier, ja? Bonk. Bonk. Auferstanden am dritten Tag. Was ist das denn? Okay. Ach, Freunde. Freunde. Allein, hier sind mehrere Palmen. Und dieses Schiff, ja, es hat einen Schaden. Aber ich denke mal, man hätte das Ding hier auch bergen können. Okay, das ist nichts zum Bergen. Und noch der Schatz hier. Klar, überhaupt so erstmal wieder jemand gefesselt. Oh yeah, Stufe 36, Freunde. Die haben sogar schon angefangen, Holz zu fällen. Oder kann man Palmholz eigentlich wirklich verwenden für Schiffsbau? Ich weiß es nicht. Wenn zum Fliegen, das muss ja nur ein Floß. Sie haben Seile und alles hier gehabt vom alten Schiff noch. Dann hätten sie einfach nur ein Floß und man. So weit ist es da ja gar nicht rüber. Kannst du mal auf den Ast hier gehen? Ich würde gerne so weit wie möglich da. Was ist das denn? Lol, hängt ja einfach so eine. Hängt da einfach so die Tasche rum. Wie viele Fische hier sind? Ist das neu? Ja, sonst nicht so viele bunte Fischis. Top. Der ist schon hier an Bord. Okay, ja, warum nicht? Ja, wie erleichtert ich sein werde, wenn ich erst wieder auf Chaos bin. Gut, Xenia wird sauer sein wegen der Miltos-Ladung, doch damit kann ich umgehen. Warum ist das Zeug so wichtig? Was bist du für eine Piratin? Es ist beinahe so kostbar wie Gold. Wir sind Söldnerin, nicht Piraten. Das ist ein eher fast himmelweiter Unterschied. Ich habe auch so das Gefühl, dass er derjenige der ist, der daran schuld ist, dass hier so viele Wracks um Chaos herum sind. Das waren all seine Missetaten. Ist hier ein Hafen? Ja. So, darf ich mir nochmal eben. Lalalala. Wenn du zurück nach Chaos segelst, sind wir. Dann suche den Bruder des Marmorlöwen. Was ist der Bruder des Marmorlöwen? Ein Marmortiger? Er steht stolz auf der Halbinsel bei Apollons Zuflucht. Findest du mich auf seinem Rücken? Apollons Zuflucht wäre da. Gucken wir einfach mal. Begeistert, wie gut die das hier einparken, das Schiff. Zack. Kommt der andere mit? Naja, langsam und behäglich. Da wir aber eh jetzt noch einen anderen Job zu tun haben, nämlich dieses Ostrakan-Ding zu finden,
sich das ganz gut. So. Ich lieber nicht sehen. Irgendwer wird hier von einer wilden Bestie angegriffen, oder? Ja, wie jetzt? Ich verliere nie! Sicher? Neue Quest nicht abgestumpft, okay. Das kriegen wir, weil wir die Leute hier erledigt haben, ne? Ich wollte denen eigentlich nur helfen, weil ich dachte, hier werden Zivilisten von irgendeinem bösen Tier angegriffen. Nein! Wenn wir natürlich quer links in so ein Spatiatenlager oder was auch immer das jetzt wieder für ein Lager war rein. So, das da drüben haben wir markiert. Flupp. So, nochmal ganz kurz für mein Breigedächtnis. Der Bruder des Marmorlöwen. Er steht stolz auf der Halbinsel des Apollons. Okay, wir suchen also irgendeine Art Marmorstatue, die kein Löwe ist. Das hier ist eine Statue. Ist zwar kein Löwe, aber... Vielleicht ist mit Löwe König gemeint. Nein, hier ist nichts. Okay. Ich suche eine Statue, Freunde. Oh. Ist das hier eine Stadt? Oh. Nee, das ist nix. Hier sind ja nur Tempel oder was? Ist das hier ein König? Wahrscheinlich nicht. Wird es wahrscheinlich doch einfach eine andere Tierstatue sein. Wunderbar. Igarus, siehst du hier irgendeine Tierstatue? Das ist nur eine Schatzkiste von dem Lager, was wir eben ausgeräumt haben. Ja, das sollten dann denken, sie werden nicht gejagt. Oder? Ich glaube nicht. Schnellreise. Ich meine, wir waren hier schon mal, ja. Die Frage ist, zählt das noch zu? Ne. Cardi. Das zählt eigentlich zu Löwenhügel dann.
Halbinsel oder das da unten? Irgendwo gekämpft. Da wird irgendein Schatz angezeigt. Ja, okay. Da! Das ist ein Löwe, oder? Bingo. Das ist 12 Jahre weit weg. Ja, läuft. Leihen wir uns mal diese komische Bananenschüssel da vorne aus. Wer auch immer die hat so mitten im Wasser hier liegen lassen. Sieht das traumhaft aus. Instant Urlaub. Sehr schön, neue Gravur freigeschaltet. 1 Sekunde Vergiftungsdauer. Okay. Drin. Sup. Oh, warte mal. Das kann das Boot hier aber ab, oder? Das ist nur Sand. So. So viel Zeit muss jetzt noch mal sein. Zack. So, unser Kollege Schnürschuh. Meter. Die Frage ist, er auf der Adressäre oder nicht? Hab angelegt. Davon statt das Ding mitten im Wasser, das hat jetzt auch keiner mehr vermisst. Ja, das ist lief und da ferner liefen. Okay, Gudi. Dann holen wir unseren Kollegen Schnürschuh da drüben mal ab. Und das ist nicht das, was wir gesäubert haben, dann war doch hier irgendwo ein Schatz, ne? Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Ja, nicht mehr, das ist alles tot. Achso, deswegen. Matt. Was willst du jetzt? Mensch, da beschützt man. Oh, danke, Igorus. Das bringt auch wieder gut Leder. Zack. So, wo ist jetzt Kollege Schnürschuh? Da unten bei der Adresse her. Ich wusste es.
Hui. Ups. So. Wir sind auf dem Weg dahin. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge da unten wieder. Bis dahin, macht's gut. Moss.